Willkommen zurück, meine verehrten Zuschauer. Ich begrüße euch zur neuen Part vom Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke Challenge. Und wir sind in Illisys und wir erkunden heute den gesamten Ort einmal. Und eine Sache weiß ich, wir werden hier mit einem vermutlich nicht gerade... Wo kommt diese Fliege her? Oder Mücke oder was auch immer das ist. Mit einem nicht gerade schwachen Gegner hier konfrontiert. Aber dann wiederum, wir bekommen hier auch die VM Surfer, soweit ich weiß. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf. First of all, würde ich gerne den EP-Teiler einmal wieder an Aroran geben. Aroran möchte ich nämlich langsam aber sicher nach vorne bewegen, damit wir ihn auf Level 44 bekommen. Und endlich Stolos im Team haben. Das wäre nämlich wahnsinnig cool. Und dann würde ich sagen, checken wir mal aus, was wir hier Schönes noch so erleben. Ich könnte Aura natürlich stattdessen auch das Glücksei geben. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Aura wird sowieso nicht so häufig an der Front sein. Und EP-Teiler ist halt auch zum Nachteil von meinen anderen Pokémon. Und ja. Wobei, komm, wir machen es so, dass wir ihn direkt vorne hinsetzen. Ich habe mich jetzt entschieden, das machen wir so, damit er auch ein bisschen schneller wieder auf unsere Range kommt. Und ja, let's go. Was haben wir hier? Wenn du auf den Kraterberg klettern würdest, könntest du dann wohl ganz Sinnoh sehen. Du siehst da nichts, weil soweit nicht programmiert wurde, was? Mitten in der Region Sinnoh erhebt sich der Kraterberg. Er ist im Himmel näher als alles andere in dieser Region. Ja, ich meine, er ist literally gottnah. Hallo, studierst du die Geschichte dieser Region? Nein, tue ich nicht. Wo kommst du denn her? Zweiblattdorf, sagst du? Ist das nicht in der Nähe vom See der Wahrheit? Man sagt, der See sei die Heimat von Vesprit. Vesprit, das fühlende Wesen. Es ist gut möglich, dass dieses Pokémon über dich wacht. Möchtest du mehr über Vesprit erfahren? Meinetwegen. Vesprit ist das legendäre Pokémon, das die Gefühle symbolisiert. Außerdem gibt es noch Self, das Wesen der Weisheit, ist im Norden bei Blitzach. Und Tobutz, das Wesen der Willenskraft, ist rechts beim See der Kühnheit. Diese drei Pokémon sollen starke, aber dennoch einfühlsame Persönlichkeiten haben. Die Kraft ihrer Persönlichkeiten hält die natürliche Balance in Sinnoh im Gleichgewicht. Das ist ein altes Buch. Phantas fängt an zu lesen. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Intelligenz und damit unsere Leben. Als das Pokémon geboren wurde, bereicherte es unsere Gefühle, machte uns mit Freude und Leid bekannt. Als das Pokémon geboren wurde, stärkte es unsere Willenskraft und unsere Tatkraft. Meine große Schwester studiert die Mythologie Sinnohs. Ja, wer könnte das nur sein? Sie will wissen, wie Menschen und Pokémon in alten Zeiten miteinander lebten. War es damals anders als heute oder war es genauso wie heute? Sie sagte, dass sie sich bei ihren Forschungen auf diese Fragen stützte. Stützt. Ja, natürlich. Oh, wir können hier angeln. In diesem Ort gibt es keinen Pokémon-Supermarkt, stattdessen kannst du in diesem Haus Items kaufen. Nice. Wir wollen aber stattdessen angeln. Ich meine, das lasse ich mir doch jetzt nicht entgehen. Basis-Item. Angel. Beziehungsweise, doch, mit der Angel könnten wir vielleicht Nakani bekommen, also let's go angeln. Ja, ich weiß, ich hatte schon mal eins, aber ihr wisst, ich werde nicht die Chance verstreichen lassen, ein Nakani zu bekommen. Auch wenn ich es schon mal hatte. Weil Dupe heißt ja nicht, dass ich es nicht fangen darf. Ganz kurz, wir checken, ob Raikou bereits Berylla besitzt. Wenn Raikou bereits Berylla besitzt, haben wir ein Problem. Falls nicht, dann könnten wir... Oh, dann könnten wir uns eventuell einen Raikou gönnen und das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus für uns. Das sieht richtig gut aus. Okay, ich habe gehört, wir wollen in Fauna wechseln. Oder auch nicht, weil du Wegsperre hast. Bam. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu werfen. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht. Das könnte jetzt lange dauern. Der Tauchball funktioniert ja glücklicherweise auch bei Angeln in dieser Generation. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wir haben ein frigging Raikou und damit tut's mir leid, Aroran. In dem Moment nicht, Aroran. Tut's mir leid, Marine. Deine Zeit ist abgelaufen. Raikou.
Ich werde ja sicher nicht eine Chance verstreichen lassen, einen Raikou ins Team zu nehmen. Das könnt ihr ja sowas von vergessen. Raikou. Raikou? Es gibt lustigerweise eine Togo-Charakterin, die ähnlich heißt wie du. Und die ganz zufälligerweise auch Blitze verwendet. Nämlich Raikou Horikawa. Damn. Also, ich bin mehr als zufrieden mit dieser Ausbeute. Und ihr könnt sicher sein, dass ich dieses gute Stückchen direkt mal ins Team packen werde. Und gleich mal ein paar XP abgrasen lassen werde. Ich brauche aber unbedingt noch Wasser. Also wirklich schade um Marina an dem Punkt natürlich. Aber Marin hat auch weiterhin den Vorteil, dass es jederzeit ins Team kommen kann wegen seinem Wassertyping. So, und wir geben Raikou direkt den EP-Teiler. Und schauen mal, du hast ein zaghaftes Wesen, das ist nicht so gut. Und ausweglos, ich meine, hatten wir ja gerade schon erlebt. Ja, aber Raikou, willkommen im Team. Und du wirst auf jeden Fall hoffentlich baldmöglich Teil unserer Kernmannschaft werden. Weil Raikou ist halt einfach maximal cool. Hey, weißt du, was die Legende sagt? Ein Pokémon soll die Sinnoh-Region gestaltet haben. Ach Quatsch. Vielleicht ein bisschen mehr als das. Vielleicht das ganze Universum? Du musst dich am Riemen reisen und trainieren. Und da ist Zeit unwichtig. Da hast du auch keine Verwendung für diese Uhr. Ich könnte so viel dazu sagen, aber wir lassen es einfach so stehen. So, du verkaufst mir ganz normale Items. Das ist mir ziemlich egal. Und du verkaufst mir... Gerne. Ich meine, ich habe ja meine Glasses verloren, weil die auf Polygon Z waren und es verloren hat. Ja, ne? Passt. Setzt man eine Brille auf, ändert sich die Sicht auf die Welt. Und setzt man eine Brille ab, ändert sich die Sicht auf. Philosophisch, was? Meinetwegen gib mir das Schattenglas. Nichts, was ich hier bräuchte, aber warum nicht? Kann man haben. So, jetzt will ich wissen, Route 211. Waren wir hier schon? Ah ja, das ist die andere Seite von Ewingenau. Das heißt, wir können hier nichts fangen. Bevor wir in die Höhle gehen, würde ich sagen, prügeln wir uns hier einmal auf der Route... Ja, okay, ich musste kurz auf die Uhr schauen. Prügeln wir uns einmal auf der Route rum, gegen was auch immer hier kommt, und gönnen Raikou gleich mal ein paar Level-Ups. Hier können wir hier eh noch nicht machen, denke ich, oder selbst wenn wir hier was machen können, das bringt uns nichts, weil wir nicht kraxeln können, aber die Trainer können wir halt jederzeit mitnehmen und das lohnt sich auf jeden Fall. Austausch, Level 34, gegen unseren Aruran. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich möchte einmal auf Fauna wechseln. Auch wenn du definitiv Aurora-Strahl kannst, denke ich, kannst du weniger mit dem Aurora-Strahl bei uns anrichten, als mit einem Wasserangriff gegen Aruran. Okay, easy Level Up für nicht für Aruran, für Fauna. Fauna ist ja im Rennen, nicht Aruran, Mensch. Und Raikou, jetzt geht's aber richtig los hier. Level 6. Level 7. Level 8. Donnerschock. Okay. Weniger Level-Ups als erwartet, aber es ist am Ende des Tages auch immer noch ein Legendary. Also brauchst natürlich ein bisschen mehr XP. Du bist stark. Ja. Wirklich? Ja, bist stark. Hä? Okay. Das ist... Psycho Plus wäre das normalerweise. Oh Gott, das ist so ein schrecklicher Angriff.
Aber wir haben stattdessen Brüller bekommen, weil es ein weniger schrecklicher Angriff ist. Psycho Plus ist dazu da, um die Statuswerte des Gegners zu kopieren, also die Erhöhung oder Senkung. Und es hat halt einfach nur sehr begrenzten Nutzen. Deshalb spielt niemand ein Pokémon mit Psycho Plus. Stattdessen kann man halt... Oh, jetzt habe ich aus dem Brüller gemacht. Ich wollte eigentlich Eisenschädel machen, weil ich dachte, dass Eisenschädel unten links ist. Aber stattdessen kann man auch einfach Ditto spielen. Und Ditto mit dem Poster ist halt so viel mehr wert als irgendwelche Pokémon, die Psycho Plus einsetzen. Flurmel, sag mal, bist du irgendwie Normaltrainer? Nice! Auran hat einfach keinen Bock darauf gehabt, verwirrt zu sein. Er ist direkt raus und klatscht das Flurmel weg. Level 9, nice. Da-ding. So, du bist auch direkt weg. Und Heiteil. Oh! Wow! Das ist natürlich eine absolute Belohnung dafür, dass du uns zwei Baby-Pokémon an den Kopf geworfen hast. Ein Heiteira und ich habe ein Pokémon mit Glücksei drin und ein Pokémon im Hintergrund, was mit dem P-Teiler levelt. Oh, vielen, vielen Dank. Das ist ja richtig Genuss. Natürlich! Natürlich musst du Gesang einsetzen. Was auch sonst. Das könnte jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Wir werden jetzt geduplexiebt von einem Heiteira gegen ein Pokémon mit einer 4-fach Resistance und über 100 Verteidigung Basewert. Ja, ne? Ja, Mensch, 5-mal getroffen und 5 Damage gemacht. Hätte ich ja gar nicht erwartet. Aber Gegner und Duplexhieb seien wie 5-mal treffen. Easy. Ich Duplexhieb seien. Ja, 3 Runden hintereinander 2-mal treffen. Und beim 4. Mal einfach gar nicht. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Heiteira hat einfach gerade wirklich 2-mal hintereinander 5 gemacht. Egal, Eisenschädel und weg. Stellt euch vor, ihr schlagt so lange auf einen Stein ein, dass er tatsächlich irgendwann Schaden davon trägt. Oder besser gesagt, ein Stein mit einer Metalllegierung drauf. Bam, bam. Schnelligkeit ist die Waffe eines Ninja. Kann ich mithalten? Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht dazu auserkoren, hier mitzuhalten. Ein Schlapper. Uiuiuiui. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber Schlapper. Leute wissen, was mit Schlappohr so gemeint ist, ne? Okay. Ich habe vergessen, dass du Sprungkick kannst, aber glücklicherweise ist Schlappohr selber sehr, sehr schwach und kein Mega-Schlappohr in dieser Generation vorhanden. Weil sonst wäre Auran jetzt sowas von gestorben. Warum? Ich meine, ja, Sprungkick hat denselben Nachteil wie Turmkick, aber warum? Okay, das war Schlappohr und Auran erreicht Level 33. Nice. Und ein Flemly. Ja, machen wir schnell und einfach. Erdbeben, goodbye, weg damit. Und damit sind, glaube ich, alle Trainer auf der Route schon erledigt, weil wir ja die Seite der Route jetzt zum ersten Mal sehen, aber die andere Seite ja schon erledigt hatten. Da haben wir unser Auran-Stolonio her. Und ja, Fischer Landen, du hast verloren. Gibt's hier noch was? Hier kann ich noch zerschneiden, wenn ich will. Das bringt mir aber nicht viel. Top-Schutz. Top-Top-Top-Top-Schutz. Wo bist du? Da. Ah, da unten ist noch einer. Und eine Kiroya-Bäre. Ich meine, Kiroya-Bäre ist nicht schlecht, aber ich vergesse immer, dass wir Bären haben und
Meine Pokémon verwenden ihre Items nicht so sehr, dass ich sie die ganze Zeit benötigen würde. So, auf in den Kampf. Komm her, los. Du kannst kaum erwarten und los. Ja, ich auch nicht. Komm, komm ran auf mich, dann los. Tanzer. Okay, du willst also wieder in die Luft jagen spielen, habe ich gehört. Das kannst du sehr gerne tun gegen meinen Auran. Einmal Eisenschädel und eine gute halbe Schaden. Gegenstoß. Das ist undicht. Das kann mir egal sein. Wenn das natürlich jetzt der Kampfangriff gewesen wäre, dann wäre es eine andere Geschichte, aber naja. Jurob. Jurob hat nicht so einen hohen Spezialangriff, das heißt, ich kann eigentlich drin bleiben mit Auran. Oh wait, du bist noch gar nicht Eis. Erst als Yugong. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich raus in Fauna und dann machen wir einen Easy Kill aus Europa. Du hast buchstäblich Wasserring an. Warum hast du jetzt Erholung gemacht? Du hast dich damit komplett selber getötet. So, und Kirlia ist dein letztes Pokémon. Müsste aber auch ein One-Shot sein in der Range, denke ich. Nein, nicht ganz. Okay. Ich meine, Gardevoirs Entwicklungsreihe hat den Vorteil, dass es einen guten Spezialverteidigungswert hat. Deshalb habe ich damals mal ein Gimmick Gardevoir gespielt mit Offensivweste. Aber es ist trotzdem nicht sonderlich tanky, also man kommt relativ einfach über ein Gardevoir drüber. Und Kirlia als Vorentwicklung profitiert natürlich erst recht nicht. So, können wir auf der Seite von dem Kraterberg was machen? Ja, ich kann das mitnehmen. Warum finde ich buchstäblich alle Macht-Items, die existieren? Er lag sicher noch ein Hidden-Item, aber I don't care. Wir gehen zurück nach Elysis, ich heile und dann sehen wir uns in der Höhle da unten wieder, beziehungsweise spreche mit dem Galaktikrübel. Bis dahin. Okay, hier steht ja noch die nette alte Dame, mit der haben wir vergessen zu reden. Vor den Ruinen steht ein seltsamer Typ, der aussieht wie ein Raumfahrer. Bei den Ruinen ist nichts Besonderes und gerade das scheint ihn wütend zu machen. Er sagt, er will die Stadt mit einer Bombe zerstören. Der hat Nerven. Wenn ich jünger wäre, dann würde ich diesen Raumfahrer zusammen mit dem Pokémon mit meinem Pokémon vertrimmen. Münzamulett, nett, aber haben wir schon. Brauche ich nicht unbedingt. Phragia-Bär, okay. Sagt mir das Schrein noch irgendwas? Nein. Okay. Dann, it's time, Team Galactic verprügeln. Dieser Ort ist ohne Bedeutung, hier gibt es nichts von Wert, daher macht es auch nichts, wenn ich hier unsere Galaktikbombe zünde. Ja, werde einfach zum Massenmörder, natürlich. Wenn du dich mir in den Weg stellst, werde ich dich durch einen Pokémon-Kampf besiegen. Also, willst du dich immer noch mit mir anlegen? Ja. Du wagst es, dich Team Galactic in den Weg zu stellen, das heißt, du nimmst es mit der ganzen Welt, nein, mit dem Universum auf. Ja, natürlich. Ein Wheelie. Das tut mir ein bisschen leid für dein Wheelie, aber das ist ein unglückliches Matchup für dich. Weil Aura natürlich mit Eisenschädel locker kurzen Prozess mit dir macht. Aber natürlich hast du noch Konfusstrahl, was auch sonst. Aber wir sind durchgekommen. Auran, du Bestie! Vernichte diese Pflanze! Ja, jetzt hätte es Brüller.
Wie gut, dass das nicht der Fall war. Spoink! Aber selbst wenn, es ist glücklicherweise ja direkt im ersten Tauchball drin geblieben. Und Eisenschädel weg mit dem Spoink. Oh Gott, als ob du wirklich mit einem Strich überlebt hast. Na gut, egal, mit Erholung bringst du dich sowieso in Kill Range, weil du jetzt sowieso aussetzen musst. Aber ich mich wahrscheinlich jetzt selber hau? Nein, doch nicht. Ahuran, du bist ein Mistvieh. Was zur Hölle? Das ist ja Wahnsinn, wie du dich hier durchprügelst. Ein Gott. Ein Gott unter Göttern. Einfach viermal confused und viermal durchgekommen. Ja, du wurdest gerade eindeutig besiegt und das auch noch von einem Kind. Das ist ja alles zu viel, hast du auch noch zwei Hände. Dieser Ort ist doch ein Nichts, da verschwinde ich besser. Goodbye. Oh, der war's großartig. Du bist vielleicht ein Trainer. Als Älteste von Elise spreche ich dir unseren Dank aus. Oh, der Talisman. Darf ich mir den mal ansehen, Kindchen? Was sagst du? Cynthia hat ihn dir gegeben, damit du ihn mir bringst. Diese Cynthia. Sie ist übrigens meine Enkelin. Ja, das ist korrekt. Dieser Talisman wurde vor ewigen Zeiten hier in Elysis angefertigt. Er wurde zu Ehren der mythischen Gottheit hergestellt, die der Region Sinnoh ihre Gestalt gab. Es gab mehrere von diesen Talismanen und ab und zu findet man einen von ihnen. Wenn du schon einmal hier in Elysis bist, warum siehst du dir nicht einmal die Ruinen an? Das wäre direkt im Anschluss mal eine Sache gewesen. Auf der Wand befindet sich ein riesiges Relief von einem Wesen, das Ähnlichkeit mit einem Pokémon hat. Daneben steht etwas in verwitterten Buchstaben. Der Fluss der Zeit kennt keinen Halt. Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. Auf der Wand befindet sich ein riesiges Relief, blablabla. Das All ist eine unendliche Dimension. Unser Geist ist wie das All. Ja. Okay, das zählt nicht als eigener neuer Ort hier. Deshalb kann ich auch einfach hier weitergehen. Gibt es hier noch ein Item oder so? Nee. Ich frage mich, ob sie vorhatten, aus dieser kleinen Ruine noch mehr zu machen und es einfach nichts geworden ist. Oder, naja, egal. Die Wand ist voller mysteriöser Zeichen. Drei seltsame Symbole formen ein Dreieck. Und in der Mitte dieser Anordnung findet sich eine glänzende Sphäre. Was hat das nun zu bedeuten? Ja, das wird uns jemand gleich erklären. Die Höhlenmalerei scheint folgende Bedeutung zu haben. Einst gab es einige Wesen. Sie waren mächtig und wurden in ihrer Zeit deswegen verehrt. Es gab drei Pokémon, deren Kraft der eines jeden der Wesen gleich kam. Diese schufen ein Gleichgewicht zwischen sich und mit jedem der Wesen, indem sie eine Pyramide bildeten. Das ist eine alte Legende aus Sinnoh, die man sich noch heute in Elysis erzählt. Ich wüsste gern mehr über diese Legende, wenn es dir recht ist. Wer magst du wohl sein? Ich heiße Cyrus. Ich bin entschlossen, dem sinnlosen Streit in Feindseligkeiten ein Ende zu setzen. Ich strebe nach der Macht, um eine ideale Welt zu gestalten. Antworte mir also. Die heutige Welt kann sich nicht verändern, da die drei Pokémon sie im Gleichgewicht halten. Willst du das damit sagen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sich die Welt im Gleichgewicht befindet. Ich bin recht zufrieden mit der Welt in ihrem jetzigen Zustand. Deine Frage interessiert mich nicht. Du gibst also vor, dass es dir gleich ist wie unsinnig. Du willst einfach nicht zugeben, dass die Welt nicht vollkommen ist. Ich werde die Welt verändern. Im ersten Schritt werde ich diese Höhlenmalerei zerstören, die du all die Jahre bewacht hast. Eine neue Legende einer neuen Welt soll ihren Platz einnehmen. Das ist der falsche Weg. Wenn du so denkst, dann fordere mich doch heraus. Ja. Ich kenne dich, Trainer. Wir sind uns im Kraterberg begegnet. Warum willst du diese unvollkommene Welt beschützen? Ich als Anführer von Team Galactic werde dafür sorgen, dass du deine Fehler einsiehst. Jetzt wird gewiped. Jetzt wird richtig gewiped. Ah, so ein cooles OST. Egal, auf jeden Fall, wir sehen Glibunkel und ich bin natürlich rausgewechselt, weil ich damit gerechnet habe, dass du irgendwas machst, was vierfach effektiv ist. Wir aerorasen dich weg und goodbye, Glibunkel. Brutalanda? Uiuiuiui. Fährte. Okay. Brutalanda. Was mache ich gegen dich am Schluss? Ich gehe zurück in Aruran, weil ich denke, dass du nichts gegen ihn machen kannst. Außer vielleicht Blut. Feuer oder? Ja. Es dürfte egal sein.
mehr Schaden, als ich mir wünschen würde, bin ich ehrlich. Oh, natürlich, natürlich. Brutalanda, wie gehe ich dich an? Ich gehe in Sakuramiko und versuche mein Bestes, dich erstmal zu Kung-Fu-strahlen. Danke für diesen Wasted Turn von dir. Meinetwegen, meinetwegen. Der Fakt, dass du nicht weiter Feuer oder mein gesetzt hast, der hilft mir ungemein. Energiefokus, na geil. Also wir haben jetzt Feuerodem, Energiefokus, Schutzschild gesehen. Ich gehe davon aus, dass der letzte Angriff Glut ist. Oder Kopfnuss. Das ist sehr gut. Aber ich wünschte, Cyrus würde Brutalanda behalten. Dass wir ihn im zukünftigen Rematch mit dem Brutalanda begegnen würden. Als Signature-Pokémon. Das würde so viel Stil haben. Oh, das ist eine Beere. Er hat einfach eine Zitrobeere im Pack hier. Das ist ja Wahnsinn. Okay, Brutalanda ist jetzt in Kill Range. Und macht natürlich einen Übertrank. Was? Wait, was? Ha? Hast du eine Fähigkeit, die meine Accuracy... Oh, wait, du bist immer noch verwirrt. Hast du eine Fähigkeit, die meine Accuracy senkt? Aber es gibt doch gar keine... Nee. Ha? Ich bin gerade komplett verwirrt. Wieso habe ich mit Geschwätz verfehlt? Ich bin absolut confusement, genauso wie Brutalanda jetzt wieder. Ich werde heilen und ja, danach schwätzen wir einfach weiter drauf los. Aber da stimmt irgendwas doch ganz gewaltig nicht. Ach, du hast... Nevermind, du hast Fußangel. Oh. Ja, stimmt, du hast ja... Ah. Noch einmal heilen. Du hast ja mit Fährte vorhin Fußangel übernommen. Und Fußangel sorgt ja dafür, dass du, ich glaube, wenn du verwirrt bist, deinen erhöhten Fluchtwert hast. War das nicht so? Ich glaube, das war so. Das würde es erklären, auf jeden Fall. Okay. Jetzt sind wir in der Range, in der uns Feuerodem nicht one-shotten kann. Und wir dich nach und nach mit Geschwätz ausschalten dürften. Zweimal? Wirklich? Ich meine, selbst wenn dein Fluchtwert erhöht ist, dürften wir dann gerade mal auf 95% oder so kommen. Oh. Dieses Brutalanda macht mir gerade sehr viel Kopfschmerz. Gehen wir im Fauna, hoffen einfach, dass du dich nochmal selber haust und sorgen dafür, dass du geelsamt wirst. Sehr gut. Genau das. Na, whatever. Whatever. Dadurch, dass du auch nicht mehr verwirrt bist, ist dein Fluchtwert wieder normal. Und da kann ich einfach mit dem Egelsamen hier reingehen. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Du hast gerade nicht wirklich verfehlt und gecrittet. Okay, gerne. Mach weiter Schutzschild.
Ich weiß, du hast Energiefokus eingesetzt, aber Energiefokus sorgt mir immer dafür, dass du basically jeden Angriff crittest. Okay. Wir haben fast 80 Schaden genommen. Das heißt, mein Fauna würde auf jeden Fall sterben, wenn es einen weiteren Crit kassiert. Gehen wir auf Hakutaro. Ich darf ja nicht nochmal heilen, das ist das Problem. Ne, wobei, er hat ja einmal selber geheilt. Das heißt, plus 1 Heilung habe ich ja noch. Oh Mann. Egal. Hakutaro muss den Feuerodem auch gut stecken können. Ja. Und zweimal Egelsam müsste Rotalanda töten. Jawohl. Dieses Brutalanda hat mir sehr viel Kopfweh bereitet hier. Das ist wirklich, wirklich krass gewesen. Perlu. Ja gut, vor Perlu habe ich jetzt nicht so viel Angst. Da würde ich wieder zurück in Fauna wechseln und den Kill an Fauna geben. Wir brauchen unbedingt einen Eisangriff. Brutalanda hat es mir wieder bewiesen. Wir brauchen jemanden, der gut Eis verwenden kann. Und ja, solange wir das nicht haben, sind wir immer noch extrem anfällig für alles Mögliche. Ich wünschte ja, dass wir Eishieb auf Nidoqueen machen könnten, aber Eishieb, DTM, so wie wir sie bekommen haben, funktioniert halt leider nicht auf Nidoqueen. Wie Pete ist als letztes Pokémon, okay. Ah, da gehe ich auf Hakutaro. Dieses Mal hast du mich dazu gezwungen. Ja, du hast dein Signature-Pokémon schon eingesetzt. Ich bin erstaunt, was für ein schwieriger Kampf das ist. Also, wenn ich bedenke, dass wir seit Marinus eigentlich keinen richtig herausfordernden Kampf mehr gehabt haben, ist das schon nicht ohne. Wir haben Schoolboy Lawrence besiegt. Beeindruckend, dein Können ist bemerkenswert. Erstaunlich. Durch deine Einstellung, Älteste, habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Wenn die Wesen der Zeit und des Raumes zusammengebracht werden, dann sind sie unaufhaltsam. Was für ein äußerst merkwürdiger Mann, so einen Unsinn zu verbreiten. Zeit und Raum, Sinnus sind voller Erinnerungen und Gedanken zahlreicher Menschen und Pokémon. Diese Welt ist wunderschön, warum sollte man sie verändern wollen? Ach ja, ich habe da etwas, das dir vielleicht nützlich sein könnte. Es gehörte meiner Enkelin, aber sie braucht es nicht mehr. Die gute VM Surfer, und die ist in der Tat essentiell für uns. Hat ein Pokémon Surfer gelernt, kann es sich über Gewässer und Meere tragen. Du warst mir eine große Hilfe und das ist mein Dank dafür. Ja, ich habe zu danken. Ja, und ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut.